Hallo, meine sehr verehrten Zuschauer. Ich will hier gar nicht lang irgendwas labern, sondern ich will euch bloß zeigen, wie ihr Minecraft auf Windows 10 installiert. Und zwar die spezielle Windows 10 Version, die nicht mehr auf Java basiert und deswegen eigentlich tausendmal besser ist und sein wird. So, wir suchen hier einfach mal Minecraft. Wo könnte denn Minecraft sein? Bestimmt in der Suche. Minecraft. Ach ja, hier. Genau, das mit Xbox Live. Aha, Besitzer der Java-Version für den PC Mac erhalten die Version für Windows 10 kostenlos. Ist das nicht toll? Melde dich auf mojang.com an, um mehr Informationen zu erhalten. Ja, okay, dann machen wir das Ganze mal, oder? Wenn ihr Minecraft spielt, dann habt ihr bestimmt schon so einen Mojang-Account. Oder solltet ihr haben. Hier gehen wir auf mojang.com, dann auf Account. Aha, Register an Account. Nein, danke. Login. Dann loggt ihr euch hier ein mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort und eurem richtigen Passwort. So, ja. Okay. Dann steht hier Minecraft Windows 10 Beta. Hier ist auch so ein Button, Redeem. Hier klickt ihr drauf. Dann dauert es eine Zeit. Dann werdet ihr weitergeleitet auf euer Microsoft-Konto. Hier müsst ihr euch einloggen. Also Microsoft-Konto, mit dem ihr euch normalerweise einloggt oder mit dem ihr euch auf Xbox Live einloggt. Das ist das Microsoft-Konto. Und ja, dann seht ihr hier schon. Genau. Beim ersten Mal, wenn ihr hierher kommt, dann kann es sein, dass dieser Fehler kommt. Ihr müsst einfach die Seite neu laden normalerweise. Und dann ist das wieder weg. Genau, Code einlösen steht hier. Genau, dieser Code wurde bereits eingelöst. Natürlich, klar, ich habe es ja schon. Aber jetzt ist es eingelöst. Und jetzt müsst ihr in den Store gehen. Dann auf Minecraft. Genau, und jetzt könnt ihr es installieren. Es kann sein, dass ihr es immer noch nicht installieren könnt. Und wenn ihr installieren drückt, dann wird das nicht installiert. Dann müsst ihr euren PC neu starten. Das hat bei mir zumindest geholfen. Und jetzt könnt ihr Minecraft öffnen. So, ja, dann sind wir hier in dem neuen Minecraft. Wie ihr schon sehen könnt, es sieht ähnlich aus, aber nicht gleich. Zum Beispiel, hier ist ein Button. Das ist der Feedback-Button. Das heißt, wenn ihr einen Bug gefunden habt oder irgendwas vorschlagen wollt, dann klickt ihr hier drauf, werdet ihr weitergeleitet auf eine Webseite. Und hier ist mein Skin. Komisch. Mal draufklicken. Aha. Hier haben wir eine kleine Skin-Auswahl aus verschiedenen. Oder hier einen Durchsuchen-Button. Da könnt ihr euren eigenen Skin festlegen. Weil nämlich die Minecraft Windows 10 Beta Edition nicht verbunden ist mit den Minecraft-Servern. Das heißt, ihr könnt jeden beliebigen Namen festlegen, aber bloß einmal, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Also, genau. Normalerweise könnt ihr den festlegen. Ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn ihr das Video anseht. Hier sind auch verschiedene Einstellungen. Das User Interface ist auch ganz anders. Das ähnelt mehr der Pocket Edition. So, hier Namen festlegen, Lautstärke, Musik, alles ganz klar, Schwierigkeitsgrad. Third Person. Das geht nicht mit F5, das müsst ihr hier einstellen. Multiplayer über lokalen Server könnt ihr einschalten, dann können eure Freunde im Netzwerk euch joinen. Aber bloß mit der Windows 10 Edition. Mausempfindlichkeit, alles ganz klar. Y-Achse umkehren, Linkshänder, alles klar. Geteilte Steuerung, alles klar. Das ist so Touchscreen-Zeug. Steuerkreuzgröße ist auch Touchscreen. Automatisches Springen. Das ist, wenn ihr vor einem Block steht
dann müsst ihr nicht die Leertaste drücken, damit ihr hochkommt. Alles genauso wie bei der Pocket Edition. Tastaturlayout. QWERTY. In Deutschland haben wir die QWERTY-Tastatur. Grafik. Einstellungen, auch wichtig. Die Helligkeit, also gibt es beim normalen Minecraft auch. Sichtweite. Ich würde einfach alles auf maximal stellen, weil ich glaube nicht, dass ihr einen PC habt, der diese Version nicht mehr schafft. Gehbewegung, das ist, als wenn ihr so auf- und abwackelt beim Gehen. Raffinierte Grafik ist einfach blätterdurchsichtig, undurchsichtig, glaube ich. Schöner Himmel, dass die Wolken 3D sind, glaube ich. Animiertes Wasser, ganz klar. Und GUI ausblenden, das ist, wenn ihr normalerweise F1 drückt, dann ist unten die Leiste weg. So, Erfolge. Genau, hier auf meinem zweiten Bildschirm kommt gerade das Xbox Live Fenster. Die werden jetzt nicht mehr in Minecraft selbst getrackt, sondern in dem Xbox Live Gaming Dingsbums. Genau, zum Beispiel Werkzeugherstellung und so weiter. Ich glaube auch, dass man die jetzt bloß noch einmal machen kann. Und das Gute daran ist, die gehen nicht mehr verloren. Und ihr bekommt Gamerscore. Mhm. Genau, Skins waren wir schon. Okay, dann würde ich mal sagen, ich habe hier schon mal Mini getestet. Wir machen eine neue Welt. Mit dem Namen. Welchen Namen? Aha. Hier ist ein Limit. Ihr hört's, ich kann nicht weiterschreiben. Welt Survival passt. Überleben. Genau, und dann will ich jetzt ein Mini-Let's Play machen. Was ist denn das? Ach, Server hinzufügen. Genau, dann will ich jetzt ein Mini-Let's Play machen. Und euch somit durch diese Version guiden. Und Welt erschaffen. Ihr seht's schon. Instant ist die Welt da. Genau. Instant. Was ist denn hier passiert? Okay. Ist bisschen blöd, die Welt. Aber okay. Das geht schon. Vielleicht können wir später auch Welt wechseln. Also ich muss sagen, es ist super smooth. Also die FPS sind über 1000 oder so. Das Problem ist nur, die FPS sind theoretisch über 1000. V-Sync ist ein, falls ihr das kennt. Das begrenzt die FPS zu eurer maximalen Monitor FPS-Anzeigezahl. Und das macht die Maussteuerung irgendwie ein bisschen laggy. Das werdet ihr kaum merken. Aber trotzdem. Ich würde mir mehr Grafikeinstellungsmöglichkeiten wünschen, jetzt wo es schon die Möglichkeit gibt, das auf einer neuen Engine laufen zu lassen. Dann würde ich sagen, wie man es immer macht, Bäume fällen. Yeah. Hintergrund, die leise Minecraft-Musik. Yeah. Inventar sieht noch genauso aus, jetzt mit einem Schließen-Button. Da bin ich. Ui, Erfolg freigeschaltet, das seht ihr schon. Habt ihr es gehört und gesehen? Öffne dein Inventar, die ganz Classic Minecraft Achievements. Hier sieht es auch anders aus. Das laggt ein bisschen, aber kein Problem. Und dann machen wir uns mal kleine Werkzeuge. Das können wir auch abbauen. Ich glaube, das ist ein Fehler oder vielleicht gibt es jetzt einfach so rumliegende Baumstämme. Das wäre auch cool. Die Field of View Settings fehlen mir auch irgendwie, weil das Bild Holzfällerei, schlage gegen einen Baum, bis ein Holzblock herausspringt. Ja, das stimmt. Haben wir auch geschafft. Die Field of View Settings fehlen mir auch, weil das Bild ist so nah irgendwie am Bildschirm. Und normalerweise spiele ich mit einem Field of View von 90 und das ist jetzt der Standard Field of View, glaube ich. Aber kein Problem. Saplings gleich wieder einpflanzen. Yeah. Und dann gleich mal ein Crafting Table machen. Und Holz.
Oh, Zombies. Das sieht auch lustig aus. Oh. Genau, die alten Verletzungssounds gibt es jetzt auch. Yeah. Zombiefleisch. Lecker. Aha, der Titel ist noch ein bisschen links. Monsterjäger. Cool. Bank bauen. Eine Werkbank, ach so. Das finde ich echt cool, das Ganze mit den Achievements, mit den neuen Systemen. Das wollten die ja eigentlich schon lange machen bei Mojang, dass die Achievements auf einem Server gespeichert werden, aber ist irgendwie nie passiert. Aber jetzt. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht, die Windows 10 Version. Die ganzen Sachen aus der Pocket Edition könnten sie aber ein bisschen entfernen oder so. Oder einfach eine Option, spielst du auf einem Tablet oder spielst du auf einem PC, irgendeine Option und dann werden die Einstellungen angepasst an PC oder so. Würde schon reichen. 4 Stücke. Ach. Nee. Ich dachte schon. Naja. 8 Stücke, dann machen wir uns jetzt einfach mal eine Pickaxe. 2 Angriffsschaden. Und das ganze GUI ist so groß. Irgendwie, das habe ich normalerweise auch kleiner. Aber gut. Ist ja alles nicht so schlimm. Ich finde gut, dass wir Kühe haben. Weil das erleichtert uns vielleicht einiges, wenn wir die vermehren können. Cobblestone abbauen, einen Ofen machen, die ganzen Basics, die ihr alle schon kennt. Genau. Ja, ich will die Folge auch nicht zu lang machen. Ich will hier bloß so ein kleines Mini-Let's Play starten und die ganzen Achievements bekommen. Und vielleicht ein paar Neuerungen. Was mache ich denn? Neuerungen zeigen. Da gibt es nämlich noch ein paar. Ich wollte einen Ofen machen. Ab in die Mine. Stell aus Holz und Stöcken eine Spitzhacke her. Genau, richtig, habe ich gemacht. Ofen. Genau, das sieht jetzt auch ganz anders aus. Eher wie bei der Pocket Edition. Ja, genau. Ach ja, und das Spiel lässt sich nicht so einfach aufnehmen. Da muss man mit einer Monitoraufnahme bei OBS aufnehmen. Game-Aufnahme funktioniert noch nicht. Und deswegen seht ihr auch hier oben die Leisten. Das ist aber, finde ich, nicht so schlimm, oder? Genau, wir brauchen mehr Holz. Und wenn ich den Baum abgebaut habe, dann würde ich sagen, das wäre es für die erste Folge. Die erste Folge ist jetzt sowieso schon ein bisschen länger, weil das Tutorial ist ja vorher noch dran, wie man das Ganze installiert. So, ich würde ja mal sagen, hier Holz. Heißes Thema. Hot Topic heißt das auf Englisch. Und hier oben das Holz. Dann haben wir gleich Kohle. Und ja. Dann würde ich sagen, oh, ein Schaf. Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, schaut auch nächstes Mal wieder vorbei, wenn es wieder heißt Minecraft Windows 10 Beta.